Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich spreche heute nicht ganz ohne Wehmut, denn es gehen jetzt 2 Wochen, in denen ich mich intensiv mit diesem Online-Kurs im römischen Privatrecht beschäftigt habe, zu Ende. Das war für mich anstrengend, ich denke auch für diejenigen, die den Kurs mitverfolgt und mit nachgearbeitet haben. Aber es hat auch viel Spaß gemacht und es betrübt mich ein wenig, dass heute schon die letzte Einheit ist. Wir haben aber für Sentimentalitäten nicht allzu viel Zeit heute, denn wir haben einen spektakulären, sehr berühmten, auch tragischen römischen Rechtsfall zu behandeln. Die Einheit heißt der Barbier am Sportplatz. Dies hier sieht wahrscheinlich wenig spektakulär aus, ist nicht sehr groß, ist ein römisches Rasiermesser, römisches oder etruskisches Rasiermesser und ist oder war zumindest, bevor es ein bisschen gelitten hat durch den Zahn der Zeit, ein ausgesprochen scharfes Instrument. Sie können sich vorstellen, damit scherte man sich im alten Rom den Bart oder ließ ihn sich scheren. Und wenn man sich da schnitt, konnte das schnell eine sehr hässliche Wunde geben. Und ein Fall, in dem genau das passiert ist, wollte ich an den Anfang stellen, ist auch auf dem Quellenblatt abgedruckt und ich habe ihn hier nochmal auf der Folie. Es geht also um jemanden, der sich den Bart mit einem solchen Schermesser schneiden lässt und tragischerweise, wie es der Jurist Ulpian beschreibt, kommt der Kunde des Barbiers zu Tode. Es handelt sich um einen Sklaven und der Barbier schert ihm den Bart an einer Stelle, wo Leute mit einem Ball spielen. Wir wissen nicht genau, was sie gespielt haben. Ein beliebtes Spiel war das sogenannte Harpaston. Das war wohl eine Art Vorläufer des heutigen Rugby. Jedenfalls dabei trifft jemand den Ball so, dass er den Friseur, den Barbier so unglücklich an der Hand trifft, dass der wiederum ausrutscht und mit dem scharfen Rasiermesser dem Sklaven, seinem Kunden, die Kehle durchschneidet. Der ist also gestorben. Und weil es ein Sklave ist, ist es wiederum so, dass die Römer ganz nüchtern die Frage stellen, wer muss bezahlen? Also die Frage, wer kommt zivilrechtlich für den entstandenen wirtschaftlichen Schaden auf? Und wir sehen aus unserem Text, dass dazu ein Gesetz zitiert wird, die Lex Aquilia, und gesagt wird, es kommt darauf an, wer Schuld hat. Und dann wird erwogen, hat der Barbier Schuld, weil er sich an eine solche Stelle für seine Arbeit ausgesucht hat. Unausgesprochen wird auch die Frage gestellt, haben die Ballspieler Schuld? Die haben ja immerhin unmittelbar das Ganze verursacht, derjenige, der den Ball so unglücklich getroffen hat. Oder ist vielleicht der Sklave und damit möglicherweise auch sein Herr selbst schuld? Das wird ganz am Schluss angedeutet. Da wird die Frage aufgeworfen, muss er nicht vielleicht sich über sich selbst beklagen? Der Fall ist insofern untypisch für eine juristische Abhandlung bei uns und auch bei den alten Römern, als in diesem Sachverhalt keine klare Lösung mitgeteilt wird, sondern verschiedene Meinungen erwogen werden. Offensichtlich kommt es auf den Sachverhalt im Einzelnen an und dazu sind die Fakten nicht hinreichend bekannt. Ich möchte den Fall nehmen, um mit Ihnen zum Abschluss der Vorlesung über das Recht der unerlaubten Handlungen, also eben über das Schadensersatzrecht im alten Rom zu sprechen. Schadensersatz im, wie man sagt, Jedermannsverhältnis. Wir haben ja bereits gesprochen über vertragliche Pflichtverletzungen und den Ersatz, der für solche Pflichtverletzungen zu leisten ist. Und wie bei den Römern, wie bei uns im BGB, ist neben dem 280 BGB für schuldrechtliche Pflichtverletzungen, vertragliche Pflichtverletzungen eine Anspruchsgrundlage gibt für Verletzungshandlungen, die nicht im Rahmen eines schon bestehenden Verhältnisses, Schuldverhältnisses begangen werden, sondern eben unter Fremden, unter Leuten, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, keine Sonderverbindung. So gab es das auch im alten Rom. Und man sagt bei uns, 823 BGB ist die Einstiegsdroge für Juristen. So habe ich es mal gelesen. Die römische Einstiegsdroge wäre dann die Lex Aquilia. Das ist ein
sehr altes Gesetz, älter als die meisten Einrichtungen des römischen Rechts, über die wir hier gesprochen haben. Es stammt schon aus der vorklassischen Zeit, fast noch aus der archaischen Zeit, 286 vor Christus, da tritt das römische Recht erst so langsam in das Licht der Geschichte. Ein Jahr zuvor, 287, haben die Plebejer im Rahmen der Ständekämpfe das Recht errungen, dass ihre Beschlüsse, die Beschlüsse der Plebs, die Plebiscita, als Gesetze für die ganze Republik gelten. Sie erinnern sich, im Abschnitt über Rechtsquellen haben wir davon gesprochen. Und diese Lex Aquilia ist im Sinne der römischen Nomenklatur eigentlich gar keine Lex, sondern eben ein Plebiscitum, ist wohl beantragt worden von einem Volkstribun namens Aquilius. In der Versammlung der Plebs hatten die Volkstribunen das Antragsrecht, in der Volksversammlung die Konsuln, und die Gesetze wurden immer nach dem Beamten, der es beantragt hat, benannt. Das ist ja ein Brauch, den wir manchmal heute noch im politischen Diskurs hören, dass ein Gesetz nach dem Politiker benannt wird, der sich dafür eingesetzt hat. Das Gesetz, die Verfassungsänderung in der Verfassung des Deutschen Reichs von 1870, die das BGB möglich gemacht hat, wurde von zwei Politikern betrieben, Lasker und Miquel, und heißt deswegen, wird deswegen manchmal als Lex Miquel Lasker bezeichnet. Aber auch in moderner Zeit gibt es das, ein Gesetz, das das Flugbenzin billig machte, wurde früher als Lex Strauß benannt, weil Franz Josef Strauß begeisterter Flieger war und sich dafür eingesetzt hatte. Also bei den Römern Lex Aquilia heißt Gesetz, das ein Aquilius beantragt hat. Eigentlich ist das aber ein Plebiscitum, das dieser Aquilius beantragt hat. Das Gesetz stammt von 286 vor Christus. Und war, weil eben ein Volksgesetz oder einem Volksgesetz gleichstehendes Plebiszit römischen Bürgern vorbehalten, zählte also zum Jus Civile. Sie erinnern sich an unsere Einheit über Rechtsschichten. Für Nichtbürger galt sie eigentlich nicht. Es wurden aber später Klagen eingeführt, Klageformeln, die Nichtbürgern denselben Schutz gewährten. Es wurde also eine extra Klageformel vom Prätor Peregrinus geschaffen, in der fingiert wurde, dass der beschädigte römischer Bürger ist, wo also dem Richter gesagt wurde, verurteile so, als wäre der Kläger oder auch der Beklagte als Schädiger römischer Bürger und als wäre die Lex Aquilia anwendbar. Inhaltlich ist das ein Gesetz über die Sachbeschädigung, so müsste man es im Sinne der römischen Sklavenhaltergesellschaft sagen. Das heißt, ein Gesetz über die Tötung von Sklaven, großen Tieren und Beschädigung von Sachen anderer Art, aber eben auch Sklaven sind ja für die Römer Sachen, und das kommt auch in unserem Ausgangsfall zum Ausdruck. Das Gesetz kann den Anspruch auf Schadensersatz, den es vorsieht, nicht unmittelbar gewähren, sondern muss dafür umgesetzt werden durch den Prätor in eine Actio, also eine Klageformel auf der Grundlage dieses Gesetzes. Sie erinnern sich an das, was wir über den römischen Zivilprozess wissen. Wenn der Prätor nicht eine Klage verleiht, ist das Rechts nichts wert. Und auf dem aquilischen Gesetz beruhend gibt es die Actio Legis Aquilia, die Klage nach der Lex Aquilia, die in ihrer Klageformel die verschiedenen Tatbestände unterbringt. Diese Tatbestände müssen wir uns noch etwas näher anschauen. Für uns einschlägig ist das erste Kapitel der Lex Aquilia. Das ist auch auf dem Quellenblatt abgedruckt. Und danach wird gesagt, wenn jemand einen fremden Sklaven oder eine fremde Sklavin oder ein vierfüßiges Herdentier widerrechtlich tötet, soll er verpflichtet sein, dem Eigentümer so viel Kupfer zu geben, wie der Höchstpreis davon in dem Jahr betrug. Also Sie sehen, das Gesetz hat einen klaren Tatbestand, Tötung eines Sklaven, und eine klare Rechtsfolge, nämlich so viel Kupfer, wie der Höchstpreis in dem Jahr betrug. So viel Kupfer wird hier gesagt, weil das Gesetz aus einer Zeit stammt, als Geld für die Römer noch gar kein Begriff war, jedenfalls erst begann zu zirkulieren. Deswegen wird einfach in Metall der Schadensersatz berechnet. In ganz alter Zeit war das Geld der Römer eben zu Barren geformtes Metall, noch keine Münzen, und das klingt hier noch an. Und offenbar soll sich das am Wert des Sklaven orientieren, wenn auch mit dieser etwas eigenartigen Bestimmung des Maximalwerts.
Soweit also die Bestimmung des Gesetzes. Das Gesetz ist eben sehr alt und die römischen Juristen haben sich über Jahrhunderte daran abgearbeitet und den Tatbestand präzisiert durch juristische Auslegung und auch erweitert. Zunächst mal gilt das auf der Tatbestandsseite nicht für dieses erste Kapitel, Tötung ist Tötung, aber für das dritte Kapitel, für die sonstige Sachbeschädigung, denn da ist, auch das ist auf dem Quellenblatt ja abgedruckt, in Quelle 5, da ist gefordert, dass die Sachbeschädigung in bestimmten Modalitäten geschieht, nämlich durch ein Urrere, Rumpere, Frangere, also durch ein Verbrennen, Zerbrechen, Zerreißen. Das war offenbar der Versuch des Gesetzgebers in einer frühen Zeit, als es noch keine ausgefeilte, abstrakte juristische Terminologie gab, alle wichtigen Formen der Beschädigung zu erfassen. Aber es ist ja klar, dass diese drei Formen, Zerreißen, Verbrennen, Zerbrechen, nicht die einzigen Formen sind, wie man eine Sache beschädigen kann. Und die römischen Juristen haben deswegen später sozusagen auf der Basis der Wortherkunft, der Etymologie, einen interpretatorischen Trick angewendet und gesagt, statt Rumpere zu heißen, kann man doch auch Korrumpere lesen. Daher kommt unser Wort Korruption und das Wort heißt Verderben. Und haben mit diesem Trick gesagt, wenn wir statt Rumpere uns Korrumpere dahin denken, dann erfasst der Tatbestand tatsächlich alle Formen der Verschlechterung einer Sache. Und damit hat man dann kombiniert mit dem ersten Abschnitt, der eben die Tötung von Sklaven als besonders schwerwiegende Form der Sachbeschädigung herausgreift, einen Tatbestand, der alle Formen der Sachbeschädigung erfasst. Die zweite Änderung betrifft das Erfordernis der Widerrechtlichkeit. Injuria steht da. Das Wort Injuria heißt eben Unrecht, also mit Unrecht tötet. Die Römer haben sich an diesem Wort und diesem Tatbestand sehr lange abgearbeitet und dabei das entwickelt, was wir heute in 823 und auch im Strafrecht auf zwei Stufen prüfen, nämlich zunächst mal die Rechtswidrigkeit oder Widerrechtlichkeit und dann auf einer zweiten Ebene das Verschulden. Das lernen Sie im Strafrecht und später auch im Zivilrecht noch ausführlich kennen. Widerrechtlichkeit im modernen Sinne, wie ihn eben die Römer sich allmählich erarbeitet haben und wie er heute selbstverständlich ist, bedeutet, dass das Geschehen objektiv widerrechtlich ist. Das ist bei der Zerstörung fremden Eigentums in der Regel der Fall. Wir sagen heute, das ist indiziert. Das heißt, Zerstörung fremden Eigentums ist immer dann widerrechtlich, wenn nicht ein Rechtfertigungsgrund vorliegt, also eine Bestimmung der Rechtsordnung, die sagt, ausnahmsweise ist das, was sonst verboten wäre, erlaubt. Solche Rechtfertigungsgründe, die im Zivilrecht, aber auch im Zivilrecht eine Rolle spielen, sind beispielsweise Notwehr, Nothilfe für einen anderen, Notstand. Sie finden die im BGB in § 227, 228, im Strafrecht beispielsweise in § 32 des Strafgesetzbuchs. Das sind also Tatbestände, die ausnahmsweise erlauben, was sonst verboten ist, nämlich die Verwirklichung von strafbaren oder unerlaubten Handlungen, wie hier zum Beispiel die Beschädigung fremden Eigentums. Das ist also das Erste, was die Römer herausgearbeitet haben, die Verwirklichung dieser Verletzungshandlung, die Tötung von Sklaven, die Beschädigung von fremdem Eigentum, verpflichtet zum Schadensersatz, ist widerrechtlich, wenn sie nicht ausnahmsweise erlaubt ist. Sie haben aber dann in diesen Begriff der Injuria noch etwas Zweites hineingelesen, was wir heute streng davon trennen. Sie sehen das beispielsweise in den Quellen 2 und 3, nämlich das Erfordernis des Verschuldens, der Culpa. Das kam ja auch vor in unserem Barbierfall am Anfang. Sodass also nach diesen interpretatorischen Ausweitungen etwas herausgekommen war aus diesem uralten, unbeholfen, altertümlich formulierten Gesetz, etwas herausgekommen war, was unserem 823 BGB schon recht ähnlich sieht. Es war also sanktioniert, erfasst, jede Form der Beschädigung fremden Eigentums, so wie § 823 BGB die Verletzung des Eigentums erfasst. Erforderlich war nicht, dass bestimmte Modalitäten dabei verwirklicht wurden. Verlangt war allerdings nach der römischen Vorstellung ein körperlicher Kontakt. Die Römer haben immer gesagt, es muss ein damnum corpore corpori datum vorliegen, also eine Beschädigung, die mit dem Körper, dem anderen Körper, dem Sachkörper zugefügt wurde, also eine direkte Einwirkung auf die Sache. Da sind wir heute freier.
Wir lassen es genügen, wenn man eine Ursache durch eine, wenn der Schädiger durch seine Handlung eine Ursache für die Eigentumsverletzung, für die Sachbeschädigung setzt. Aber immerhin, indem die Römer eben von rumpere zu corrumpere, von den speziellen Modalitäten zur allgemeinen Zerstörung gekommen waren, hatten sie schon eine große Wegstrecke zurückgelegt. Und als weitere Stufen der Prüfung hatten sie dann die Rechtswidrigkeit, liegt ausnahmsweise ein Erlaubnistatbestand vor, und eben das Verschulden erarbeitet. Unter Verschulden verstanden sie vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten, so wie wir das schon im Vertragsrecht gesehen haben und so wie es auch in § 823 als Verschuldensmaßstab steht. Es blieben trotzdem noch einige Lücken. Ich habe das hier vermerkt. Zum einen führt eben dieses Festhalten am Damnum corpore, corpore datum, an der direkten Einwirkung dazu, dass eine Haftungslücke besteht für indirekte Verursachung. Das haben die Römer dann auch schon gesehen und haben gemeint, das könnte man nicht mehr unter ihre alte Lex Aquilia fassen. In diesen Fällen hat aber der Prätor später eine analoge Klage gewährt, hat also auch da eine zusätzliche Klageformel geschaffen. Die hat es nie in sein Edikt geschafft, aber die wurde routinemäßig erteilt für Fälle indirekter Verursachung. Eine zweite Lücke, die blieb, war die, dass ja nur die Sachbeschädigung aufgeführt war. Sie sehen heute in § 823 Absatz 1 BGB eine Vielzahl von weiteren Tatbeständen, die da aufgeführt sind, also die Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit. Das alles kannten die Römer zunächst nicht. Es ging ja um Sachbeschädigung in ihrem Gesetz und sie waren auch der Meinung, dass der Körper eines freien Mannes nicht in Geld abschätzbar ist, dass es also für die Körperverletzung eines Freien eigentlich zunächst mal keine Geldentschädigung, keinen Schadensersatz wie nach der Lex Aquilia geben kann. Später haben sie dann aber so langsam die Lex Aquilia auf Körperverletzung von freien Menschen ausgedehnt und damit den wichtigsten Tatbestand neben der Sachbeschädigung, den wir heute in 823 haben, auch noch eingeführt. Auf der Rechtsfolgenseite haben wir diese etwas eigenartige Bestimmung, den höchsten Wert, den der Sklave in diesem Jahr hatte, bei der Tötung. Und eine ähnliche Regelung haben wir auch bei der sonstigen Sachbeschädigung. Es geht immer um den Höchstwert in einem bestimmten Zeitraum. Offenbar ist das der Versuch, einerseits einen Schadensersatz zu gewähren, der am Wert der Sache orientiert ist, und andererseits kurzfristige Schwankungen zugunsten des Geschädigten unberücksichtigt zu lassen. Er soll also, auch wenn sein Sklave inzwischen schon weniger wert gewesen worden ist, den Maximalwert bekommen. Das sind also Erwägungen, die wir heute in unserem Schadensrecht nicht mehr kennen, die aber durchaus, so könnte man sagen, in die richtige Richtung gehen. Diese Lex Aquilia war zu ihrer Zeit enorm fortschrittlich. Bis dahin gab es eine derartige Schadensersatzklage nicht. Bis dahin war es so, dass es Klagen auf feste Geldbußen gab, von denen man sich fragen kann, ob sie eigentlich den Charakter einer zivilrechtlichen Ersatzklage haben. Es ging ja eben nicht um den konkreten Schaden, oder nicht eher Strafklagen sind. Die Römer hatten in ihrer alten Zeit nur für sehr wenige Delikte ein eigentliches öffentliches Strafrecht, wo also von Staats wegen Straftaten verfolgt wurden. Und viele Taten wurden nur privat verfolgt, in der Weise, dass man eben eine private Klage auf eine Buße hatte. Es gab da also keine richtige Trennung von Zivil- und Strafrecht, auch für schwere Verbrechen nicht. Und der Schadensersatzgedanke, also der Gedanke, es geht nicht um Buße, sondern um Schadensersatz, kommt erstmals hier zum Tragen. Wenn wir jetzt im Weiteren einige andere römische Schadensersatzklagen oder Deliktsklagen uns noch Deliktsklagen, nicht Schadensersatzklagen uns ansehen, dann sehen wir, dass die alle noch so etwas den Charakter einer Bußklage oder einer privaten Strafklage haben. Das ist am deutlichsten wahrscheinlich bei der sogenannten Actio Furti, das heißt der Klage wegen Diebstahls. Da liegt ja auf der Hand, Diebstahl ist für uns eine Straftat. Für die Römer war das zunächst mal auch ein privates Delikt, für das man eben privat klagen musste, mit dieser Actio Furti gegen den Dieb. Die Entstehung dieser Bußklagen denkt man sich heute so, dass man annimmt, in der noch älteren Zeit war es vermutlich in Rom so, dass
die Verletzung privater Rechte schlicht der Rache des einzelnen Bürgers überlassen war. Es war dann also erlaubt, Rache zu nehmen, beispielsweise den Dieb zu verprügeln oder womöglich sogar zu töten. Und es wird dann vermutet, dass es eben üblich wurde, anstelle der Rache sich das Racherecht abkaufen zu lassen, sich also eine Buße zahlen zu lassen, und dass der Eingriff des Staates, die Errichtung eines staatlichen Gewaltmonopols in der Weise vorsichtigen, dass der Staat die Geschädigten zwang, diese Geldbuße anzunehmen, also Geldbußen festsetzte und das Racherecht, das Recht stattdessen sich zu rächen, ausschloss. Das kann man bei der Actio Furti besonders gut sehen, denn die Actio Furti hat unterschiedlich hohe Bußsummen, je nachdem, welche Art von Diebstahl, um welche Art von Diebstahl es sich handelt. Ist das ein einfacher Diebstahl? Darunter zählen die Römer übrigens auch Tatbestände, die aus unserer Sicht Unterschlagung wären, also Fälle, in denen nicht eigentlich etwas weggenommen wird, und manchmal sogar Fälle, die eher in den Bereich des Betruges gehören. Sie erinnern sich, ich hatte gestern gesagt, die Entgegennahme einer nicht geschuldeten Leistung ist Furtum, ist Diebstahl für die Römer. Also handelt es sich um einen einfachen Diebstahl, dann ist die Buße die Zahlung des doppelten Sachwerts. Also doppelt so viel, wie die Sache wert ist, muss der Täter als Buße zahlen. Dazu muss er die Sache selbst herausgeben. Insgesamt zahlt er also dreimal oder verliert er dreimal den Wert der Sache, wenn man so will. Wenn es sich aber um ein sogenanntes Furtum Manifestum handelt, wenn der Täter nämlich auf frischer Tat ertappt wurde, dann ist die Buße der vierfache Sachwert. Da kann man sich fragen, wie kommt das? Ist es schlimmer, wenn man auf frischer Tat ertappt wird? Das macht ja den Diebstahl als solchen eigentlich nicht schlimmer. Eher könnte man sagen, der Dieb hatte offenbar nicht so viel kriminelle Energie, sonst hätte er sich nicht erwischen lassen. Der Grund dafür ist offenbar der, oder wahrscheinlich der, dass die Römer es als in der Zeit, als noch ein Recht auf Rache bestand, dem Bestohlenen gestattet haben, denjenigen, den er auf frischer Tat ertappt, also zum Beispiel den Einbrecher im eigenen Haus, auf der Stelle zu erschlagen. Wurde der Dieb anders entführt, durfte man sich nicht in dieser Weise rächen. Und wenn man das voraussetzt, dann ist klar, wenn jetzt das Recht auf Rache durch ein Recht auf Bußzahlung ersetzt wird, dann fällt die Buße höher aus, wenn der Dieb damit sein Leben erkaufen muss, wenn er hätte getötet werden dürfen, als wenn er damit nur eine geringere Strafe, wie zum Beispiel eine Tracht Prügel, dem Täter abkauft. So erklärt man sich also diesen Unterschied. Ein kleines archaisches Rechtsinstitut sei da noch am Rande erwähnt, die sogenannte Quaestio Lanca et Licio, die Haussuchung mit Schurz und Schale. Es wird also berichtet bei dem Juristen Gaius, dass die vierfache Diebstahlsbuße auch dann fällig wurde, wenn man den Dieb zwar nicht auf frischer Tat ertappt hatte, ihn aber hinterher bei einer rituellen Haussuchung überführen konnte. Das heißt, wenn man in sein Haus hineinging, dort das Diebesgut fand. Und dabei musste nun der Geschädigte, der Bestohlene, wenn er das erreichen wollte, die Haussuchung nach einem besonderen Ritual vollführen, nämlich bekleidet nur mit einem Lendenschurz und eben mit einer Schale in der Hand. Wie das zu deuten ist, das mag religiöse Hintergründe haben, es hat aber auch einen ganz handfesten Sinn, nämlich den, dass der angeblich Bestohlene, wenn er nur einen Lendenschurz anhat und ansonsten diese Schale in der Hand, gehindert ist, das Diebesgut, das angebliche Diebesgut einzuschmuggeln und dann zu behaupten, er wäre bestohlen worden. Das hat also wahrscheinlich eine ganz praktische Bedeutung, diese Sonderform der Quaestio Lanca et Licio. Sie merken sich also, beim Diebstahl gibt es die doppelte Wert der Sache als Buße oder auch den vierfachen Wert. Daneben muss die Sache selbst herausgegeben werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Bestohlene das erzwingen kann. Er kann dazu die Revindicatio erheben. Können Sie sich an der Stelle nochmal merken. Die Klage heißt Vindicatio. In Vindicatio steckt das Wort Actio schon drin. Deswegen sagt man das nicht mehr dazu. Also er kann die Vindicatio erheben. Oder auch eine besondere Klage, von der man nicht so recht weiß, wozu sie gut ist. Justinian sagt, weil man eben Diebe hasst, hat man noch eine Klage gegen sie. Nämlich eine besondere Form der Condictio, die Condictio ex causa furtiva. Die hat mit den anderen Formen der Condictio, die wir gestern besprochen haben, wenig zu tun. Sie hat dasselbe Ziel wie die Vindicatio. Man kann auch nicht zweimal klagen. Einmal mit der Vindicatio, einmal mit der Condictio ex causa furtiva. Ihr Sinn ist also begrenzt, aber sie ist eben noch eine Möglichkeit, die Erstattung des Sachwerts zu verlangen.
Und die Buße gibt es obendrauf, also den Sachwert dreimal oder fünfmal. Ja, schauen wir uns noch eine weitere von den vielen Deliktsklagen, die wir hier noch besprechen könnten, an, nämlich die Actio Injuriarum. Das Wort Injuria haben wir ja eben schon kennengelernt in der Bedeutung Unrecht. Da ist es ein Teil des Tatbestandes von der Lex Aquilia oder von der Actio Legis Aquiliae. Hier meint es nicht Unrecht im Allgemeinen, sondern eine ganz bestimmte Form von Unrecht, nämlich Körperverletzungen und Beleidigungen. Also wenn ein freier Mann am Körper verletzt oder beleidigt wird, kann er die Actio Injuriarum erheben. Die geht nicht auf Schadensersatz, nicht zum Beispiel auf Ersatz seiner Heilungskosten oder dergleichen, sondern auf eine Entschädigung für das, was er erlitten hat, oder man könnte auch sagen, wieder auf eine Geldbuße. Im alten Recht, in den 12 Tafeln, Sie erinnern sich an diesen Überblick über die römische Rechtsgeschichte, diese uralte Gesetzgebung der Römer, in den 12 Tafeln, war eine feste Geldbuße vorgesehen. Und da ist das passiert, was auch in neuerer Zeit den Gesetzgebern manchmal passiert ist: wenn man eine Geldbuße gesetzlich festsetzt und dann der Geldwert sinkt, werden diese Geldbußen lächerlich. So war das bei dem 12-Tafel-Gesetz. Das sah also eine Geldbuße in der alten Kupferwährung, Ass, der Römer vor. Und später war das so lächerlich wenig, dass es nicht mehr abschreckend wirkte. Und ich habe Ihnen abgedrückt auf dem Quellenblatt als letzten Text die Anekdote, dass ein reicher Römer, reich und verdorben könnte man sagen, der eben Geld genug hatte, sich einen Spaß daraus gemacht hat, durch die Stadt zu gehen und eben wahllos vorbeigehende Passanten zu ohrfeigen. Und hinter ihm her trippelte immer ein Sklave mit einem Sack wertlose Kupfermünzen und zahlte jedem gleich den Schadensersatz aus, den er damit verdient hatte. Diese Begebenheit soll die Anlass gegeben haben, dass der Prätor eingreift und eine neue Klage erfindet in seinem Edikt, nämlich diese Actio Injuriarum, in der es jetzt für Körperverletzung und Beleidigung ein nach Ermessen des Prätors festgesetztes Schmerzensgeld gibt. Also eine Buße mit Genugtuungsfunktion. Diese Klage ist also eine Bußklage, die eben keinen materiellen Schaden ersetzt. Man kann sie aber verstehen als eine Klage, die immaterielle Schäden ersetzt. Merken Sie sich also, das Wort Injuriae hat hier eine andere Bedeutung. Wir kennen noch in Deutschland das Wort Injurien und unterscheiden dann manchmal verbal und real Injurien, meinen dann auch mit verbal Injurien die Beleidigung, mit real Injurien die Körperverletzung. Letztlich ist das nach römischer Auffassung, sind das beides Kundgaben der Missachtung. Es geht hier eben bei den Körperverletzungen auch darum, dass man mit einer Körperverletzung zugleich eine mangelnde Achtung vor der Person des anderen zum Ausdruck bringt, so wie auch durch die Beleidigung. Deswegen fassen die Römer diese beiden Tatbestände als Injurien zusammen. Und diese Klage tritt also neben die Actio Legis Aquiliae. Es bleibt eben trotzdem eine Lücke im älteren römischen Recht, weil ein Freier zwar dieses Schmerzensgeld nach der Actio Injuriarum für eine Körperverletzung bekommen kann, aber keine Heilungskosten, keinen Verdienstausfall und dergleichen. Deswegen wurde eben der Tatbestand der Lex Aquilia später insoweit durch die Rechtsjuristen erweitert. Ich habe noch eine letzte Folie, die ein paar allgemeinere Punkte zu den Deliktsklagen im Allgemeinen zusammenfasst. Zunächst mal ein Problem, das jetzt bei der Actio Furti schon angesprochen wurde. Diese Deliktsklagen haben eben Schadensersatz, aber auch Bußfunktion. Sie enthalten also Bußen, von denen manchmal nicht ganz klar ist, ob sie zugleich auch einen materiellen Schaden ersetzen sollen. Die einzige reine Schadensersatzklage ist die Klage nach der Lex Aquilia. Ansonsten sind diese Bußklagen eben entweder reine Strafklagen, die nur die Bestrafung des Täters beabsichtigen, oder sie sind eben gemischt. Das heißt, sie sollen sogleich den Geschädigten entschädigen und auch eine Buße dem Täter auferlegen. Das führt manchmal zu Auslegungsproblemen, eben zur Frage, kann neben der Strafklage noch eine weitere Klage mit dem Ziel der Entschädigung erhoben werden. Bei der Actio Furti haben wir das eben gesehen, da kann die Actio Furti erhoben werden. Die ist eine reine Bußklage, eine reine Strafklage. Die Römer nennen das die Actionis Vindictam Spirantes, also racheschnaubende Klage. Sie dient der Übelszufügung an den Täter zum Ausgleich für das erlittene Unrecht. Und daneben kann ich eben mit der Condictio ex causa furtiva die Sache selbst zurückverlangen. Bei anderen Klagen ist das eben problematischer. Ein weiterer Punkt, den wir schon angesprochen hatten,
ist die passive Unvererblichkeit der Deliktsklagen. Weil sie eben Strafcharakter haben, weil sie den Täter bestrafen sollen, gehen sie nicht auf die Erben des Täters über. Die haften nicht für diese Klagen, müssen also die Bußen nicht mehr zahlen. Sie sind aber, das hatten wir in der letzten Stunde ganz am Ende gesehen, den sogenannten prätorischen Bereicherungsklagen ausgesetzt. Das heißt, sie müssen das herausgeben, was als Gewinn aus der Übeltat ihres Erblassers bei ihnen geblieben ist. Und schließlich ist an dieser Stelle noch eine Ergänzung dessen, was wir im Personenrecht gelernt hatten, in der Stunde über den Status von oder über Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zu ergänzen, dass Sklaven in begrenztem Maße in der Lage sind, durch eigene unerlaubte Handlungen ihren Herrn, ihren Eigentümer zum Schadensersatz zu verpflichten. Das nennt man die sogenannte Noxalhaftung. Und wie auch im Vertragsrecht wir gesehen hatten, dass die Römer als Sklavenhalter sich relativ gut davor schützen, dass sie in übermäßiger Weise durch ihre Sklaven, durch Verhalten ihrer Sklaven Ansprüchen ausgesetzt werden, so ist das auch hier. Man kann also zwar durch den Sklaven verpflichtet werden, aber nur begrenzt. Die Begrenzung liegt darin, dass der Beklagte, also der Sklavenhalter, immer die Option hat, statt den Schadensersatz zu bezahlen, den sein Sklave verwirkt hat, den Sklaven selber herauszugeben. Das nennt man die Noxae Deditio, die Auslieferung des Schädigers. Noxa wäre der Schädiger. Also man kann eben einfach sagen, lieber Beschädigter, hier ist der Sklave, mach mit dem, was du willst, kühle dein Mütchen an ihm oder mach ihn zu Geld, mich interessiert das nicht mehr, ich habe mit der Sache nichts mehr zu tun. Diese Noxalhaftung, also die Verpflichtung des Eigentümers für Schaden, den der Sklave eingerichtet hat, einzustehen, haftet dem Sklaven an wie eine dingliche Belastung. Das heißt, sie geht auch dann nicht verloren, wenn der Sklave verkauft wird. Wenn ich also einen Sklaven habe, der Schaden angerichtet hat, ich verkaufe den weiter und übereigne ihn an einen Dritten, dann haftet von jetzt an der Dritte. Ich bin die Haftung los und der Dritte haftet nun für diese Belastung. Das gehört deswegen auch zu den Mängeln, für die man als Verkäufer einzustehen hat, wenn man einen Sklaven verkauft, der mit einer solchen Noxalhaftung belastet ist. Das also einerseits zur Ergänzung der, des heutigen Abschnitts. Man könnte sagen, das ist das, was im BGB in 831 BGB geregelt ist, die Haftung für Personal, für Hilfspersonen. Zugleich ist das eben eine wichtige Ergänzung zur Frage der Handlungsfähigkeit der Sklaven. Die sind eben nicht nur begrenzt in der Lage, durch Rechtsgeschäft Verpflichtungen zu begründen, sondern auch durch unerlaubte Handlungen. Ja, damit sind wir nun wirklich am Ende dieser schönen Veranstaltung. Auf der allerletzten Folie steht, was alles in dieser Vorlesung nicht behandelt werden konnte. Das ist zum Beispiel im Sachenrecht der Schutz des Besitzes durch sogenannte Interdikte. Das ist ein sehr interessantes Kapitel, weil es zugleich der Vorläufer ist für unsere Besitzschutzvorschriften in § 858 folgende BGB und für die prozessrechtlichen Vorschriften über den einstweiligen Rechtsschutz. Im Vertragsrecht haben wir die sogenannten Innominat-Realkontrakte nicht behandelt. Kompliziertes Wort, will besagen, im Laufe der klassischen Rechtsentwicklung haben die Römer ihr altes Prinzip, nur bestimmte Kläge sind formlos abschließbar, weitgehend überwunden. Der Weg dahin führte über diese sogenannten Innominat-Realkontrakte. Das empfehle ich Ihrem Selbststudium. Wird nicht in der Klausur vorkommen, ist aber ein wichtiges Gebiet. Die Interdikte kommen natürlich nicht in der Klausur vor und auch nicht das Erbrecht. Das ist eigentlich ein ganz zentrales Thema für die Römer. Für die Römer war Erben und Vererben viel wichtiger als für uns heute. Es gibt eine enorme Menge von Rechtsquellen dazu. Wir wissen von spektakulären Erbrechtsprozessen und davon, wie wichtig es Römern war, ihr Testament zu machen, alle Freunde und Bekannten, denen man noch was schuldig war, zu bedenken. Das alles haben wir völlig ausgeblendet. Wir haben damit bewusst ein ziemlich unvollständiges Bild vom römischen Recht gegeben. Ein römischer Jurist hätte gesagt, wenn man Studenten nicht so was Erbrecht beibringt, lohnt es sich überhaupt nicht mit dem Recht anzufangen, denke ich. Wen das interessiert, der kann im Wintersemester dann hoffentlich wieder auf herkömmliche Weise im Hörsaal die Vorlesung Römische Rechtsgeschichte hören. Da beschäftige ich mich ausführlich auch mit dem römischen Erbrecht als einer besonders interessanten Materie. Ja, nun ist wirklich Schluss, nicht so ganz. Es gibt natürlich noch eine Wiederholungsfrage, wieder mit einem Text, den ich Ihnen hier kurz einblende.
und mit Aussagen zu diesem Text, von denen Sie überlegen sollen, ob sie zutreffen. Das werde ich auch am Montag in einem Video noch auflösen. Bitte Sie auch nochmal, das zu machen. Auch dann, wenn es Ihnen schwierig vorkommt, ist es wichtig für mich auch als Rückmeldung, was funktioniert und was nicht, dass ich sehe, wie Sie mit diesen Aufgaben zurechtkommen. Das wird es noch geben. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie mir auch schreiben. Falls es sich lohnt, falls allgemein interessierte Fragen da sind, mache ich auch dazu noch ein Video mit Fragen und Antworten. Wie versprochen wird es noch eine Anleitung zum Schreiben einer Exegese geben, das ich wahrscheinlich nur als Dokument einstelle. Also das eine oder andere hören Sie noch von mir. Es wird auch eine Klausurbesprechung geben, wenn die Klausur korrigiert ist. Wie lange das dauert, kann ich noch nicht so genau sagen, weil ich nicht weiß, wie viele von Ihnen die Absicht haben, mitzuschreiben. Im Hörsaal würde ich jetzt fragen, machen Sie mal unverbindlich, heben Sie die Hand, wenn Sie mitschreiben wollen. Da ich das gar nicht weiß, ob das 2 oder 150 werden, kann ich noch nicht sagen, wie lange es dauern wird. Aber wenn die Klausur korrigiert ist, melde ich mich natürlich bei denen, die mitgeschrieben haben. Und dann gibt es auch eine Besprechung nochmal in einem Video. Einstweilen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Mitarbeit bei dieser schönen Veranstaltung. Wenn Sie sich die ganze Zeit gewundert haben, was das für ein seltsames, inzwischen schon ein bisschen nerviges für eine Tonfolge ist, die am Anfang immer kommt, das ist das alte, berühmte Studentenlied Gaudiamus Igitur. Wenn Sie jetzt noch mehr Videos gucken wollen, könnten Sie die Darbietung dieses schönen Liedes durch das Collegium Musicum der Universität Bologna jetzt aus Anlass des Coronavirus verteilt, wie man das mehrfach sieht, in einem Chor, der also, wo jeder zu Hause singt, das Ganze zusammengeschnitten wurde, sich anschauen. Da setze ich noch einen Link in die Kommentare. Vielen Dank und auf bald.